In Eritrea habe ich Soziologie und Anthropologie studiert in einer Universität. Und danach habe ich ein Jahr Praktikum als Sozialarbeiter gemacht. Wie ich gedacht habe, alles vor ich hier in die Schweiz gekommen bin, war es so, dass ich eine Hoffnung hatte, in meinem Beruf zu arbeiten, als Sozialarbeiter. Ich wusste ja nicht, dass ich so eine Schwierigkeiten bekommen kann, weil die Sprache eine und die Kultur und die Arbeitssystem, Schulsystem, sowas zu lernen. Ich habe meine Diplom zu anerkennen versucht und es ist nicht anerkannt. Ich kann nicht in einem Beruf hier arbeiten. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, habe ich mich bei Caritas gemeldet. Wenn Flüchtlingspersonen in die Schweiz kommen, stehen viele vor ähnlichen Problemen. Den meisten bereitet die Sprache große Mühe, die Kultur, die Arbeitsmarktsituation und die unterschiedlichen Bildungssysteme in der Schweiz sind ihnen nicht vertraut. Es ist für sie deshalb sehr schwierig, allein eine Stelle zu finden. Der Weg einer Flüchtlingsperson sieht folgende Stationen vor. Sobald eine Flüchtlingsperson in die Schweiz kommt, stellt sie einen Antrag auf Anerkennung des Flüchtlingsstatus. Falls der Entscheid gutgeheißen wird, gibt es eine Anerkennung, die Bewilligung B, oder eine vorläufige Aufnahme, die Bewilligung F. Danach erfolgt die Zuteilung an einen Kanton und der Wohnsitz in einer Gemeinde. Jetzt ist das Sozialamt vor Ort zuständig. Das Sozialamt gibt der regionalen Potenzialabklärungs- und Arbeitsintegrationsstelle REPAS den Auftrag, eine erste Standortbestimmung vorzunehmen und eine Empfehlung für die notwendigen Schritte abzugeben. Nun trifft das Sozialamt die Entscheidung, welche Integrationsmaßnahmen die Flüchtlingsperson besuchen darf. Integrationsmaßnahmen sind zum Beispiel Deutschkurse oder qualifizierende Arbeits- und Bildungsprogramme. Deutschkurse bauen die sprachlichen Barrieren ab und fördern die Verständigung über kulturelle Unterschiede und Berufsthemen. Sie bilden die Basis für die qualifizierenden Arbeits- und Bildungsprogramme. In einem zweiten Schritt gilt es nun, die beruflichen Qualifikationen zu überprüfen, zu erweitern und die fehlenden Referenzen sowie Arbeitszeugnisse zu erhalten. Bei den Caritas-Betrieben bieten wir verschiedene Arbeits- und Bildungsprogramme an, welche auf diverse Berufsfelder zugeschnitten sind. Bei den Caritas-Betrieben haben wir 6 verschiedene Bereiche, wo jemand die Möglichkeit hat, 6 verschiedene Berufsrichtungen kennenzulernen und dort in die Arbeiten eingeführt wird. Im Rebamarkt haben wir den Verkauf, wo wir unsere demontierten Bauteile verkaufen. Im Rebauservice haben die Teilnehmer die Möglichkeit, auf der Baustelle zu arbeiten. Und in der Holz- und Metallwerkstatt führen wir allgemeine Schreiner- und Schlosserarbeiten aus. In der Kantine haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in Gastronomieberufe Einsicht zu nehmen und werden dort angeleitet. Im Office-Service in allgemeine administrative Büroarbeiten. Und im Liegenschaftenservice können Sie bei Reinigungs- und Hauswartungsarbeiten mitarbeiten. Ich denke, es ist für viele Flüchtlingspersonen eine Schwelle, hier in der Schweiz Fuß zu fassen, auch auf dem Arbeitsmarkt. Ich denke, wir bieten hier eine gute Übergangslösung, einen guten Einstieg für dann eine Festanstellung zu erhalten. Sie können Vertrauen gewinnen in ihre Fähigkeiten, sie können unsere Kultur, vor allem auch die Arbeitskultur kennenlernen hier. Sie können hier auch Fehler machen, ohne dass sie gerade Konsequenzen hätten. Ich denke, es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit für Flüchtlingspersonen, um dann in der Schweiz auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Festanstellung zu erhalten. Hier kannst du noch ein bisschen mehr mit vielleicht diesem Wert zeigen.
Ich denke, was sicherlich, was sie mitbringen sollten, ist Grundkenntnisse von Deutsch, damit überhaupt eine Kommunikation möglich ist. Wichtig ist wirklich die Bereitschaft, arbeiten zu wollen, und da haben wir auch eigentlich nie Probleme, dass die Leute das nicht wollen. Auch die, eben vor allem solche Sachen wie Pünktlichkeit und Sorgfalt, dass das auch eingehalten wird. Ja, hier kannst du auch noch mal ein bisschen mehr, siehst du. Mit diesem Werkzeug geht das besser. Die meisten machen hier die ersten Arbeitserfahrungen in der Schweiz. Wir versuchen natürlich möglichst viel den Leuten mitzugeben in diesen 6 Monaten, aber es ist wirklich eine kurze Zeit. Aber wir sehen wirklich auch bei jeder Flüchtlingsperson, dass sie Fortschritte macht hier, sowohl im Deutsch, in der Sprache, wie auch beim Arbeiten. Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute hier eine Anschlusslösung haben, wenn sie von hier weggehen. Auch vielleicht persönlichere Unterstützung. Meistens haben wir hier eine Gruppe, und das können wir nicht anbieten. Dort, denke ich, wäre es gut, wenn sie, nachdem sie hier fertig sind, eine Anschlusslösung haben, um dann auch weiterhin sich bewerben zu können. Danke vielmals. Also Frau Sosa. Merci. Nach dem Abschluss eines 6-monatigen qualifizierenden Arbeits- und Bildungsprogrammes hat sich eine Flüchtlingsperson eine Basis an Arbeitserfahrungen sowie arbeitsmarktliches und bewerbungstechnisches Wissen angeeignet. Für einige ist es aber noch zu schwierig oder zu früh, bereits selbstständig eine Stelle im Schweizer Arbeitsmarkt zu erhalten. Um trotzdem eine Anstellung zu finden, braucht es tragende Beziehungsnetze und Kenntnisse über Nischenarbeitsplätze. Aus diesem Grund führt Caritas St. Gallen Appenzell seit mehreren Jahren das Mentoring-Programm. Dabei handelt es sich um ein zusätzliches Angebot, welches Flüchtlingspersonen während weiteren 6 Monaten auf ihrem beruflichen Weg unterstützen soll. Im Mentoring-Programm bildet eine Schweizer Person mit Erfahrungen und Kenntnissen des Schweizer Arbeitsmarktes zusammen mit einer Flüchtlingsperson ein sogenanntes Tandem. Innerhalb dieses Zweierteams übernimmt die Schweizer Person die Aufgabe des Mentors respektive der Mentorin und unterstützt so die zugeteilte Flüchtlingsperson, Mentee genannt, auf dem beruflichen Entwicklungsweg. Dabei wird individuell auch die soziale Integration vorangetrieben. Guten Tag, Ren. Guten Tag, Alter. Also die Hauptaufgabe ist, einem Mentee überhaupt erste Arbeitserfahrungen zu ermöglichen. Sei das nun über ein Praktikum, sei es über eine Stelle. Eigentlich der Person Mut machen, dass das, was sie unternimmt, Erfolge auch zeigt, dass sie sich selber vertraut. Und daran geknüpft entstehen dann natürlich alle Aufgaben, oder? Welches Thema habt ihr? 12 Themen haben wir. Wie können wir die älteren Menschen behandeln? Was mich vor allem motiviert hat oder dazu den Antrieb oder den Anstoß gegeben hat, da mitzumachen, war, dass es eben gekoppelt ist an einer Aufgabe. Eigentlich, was mich angesprochen hat, ist die Zusammenarbeit mit dieser Mentee. Das hat schön gelaufen. Ich bin in der Schweiz gekommen im September 2004, bald ist es 7 Jahre. Alles ist anderes. Das Land selber, die Menschen, das Klima, kann ich schon viel sagen, sind schon anderes. Der größte Unterschied für mich ist, dass ich kann nicht, was ich gelernt habe, weiter arbeiten. Und einfach, dass mein Diplom sind nicht hier anerkannt. Und war es auf Schweizerdeutsch? Ja, und ich habe so Mühe gehabt. Wenn man neu hier ist, es ist schon schwierig, einen Kontakt zu haben. Und für das habe ich sehr gut gefunden, dass ich eine Mentorin
habe, die kann mir schön helfen. Wie kann ich schon weitergehen in der Schweiz? Und ja, es klingt schon ein bisschen anders bei ihr. Aber für dich ist klar, was du lernen musst? Ja. Sonst ich frage schon mal. Okay, ich bin ja die Einzige, die immer fragen, wie bitte, darf ich noch Erklärung haben? Ja. Ich habe es jetzt zu Beginn eher vage empfunden, im Sinn von, man geht Kaffee trinken. Oder sie wollte jetzt meine Menti unbedingt Pizza. Sie wollte wissen, wie man eine Pizza macht. Und über dieses Lockere eigentlich kommen dann die Themenarbeit. Also es war bei uns eher unstrukturiert, sage ich mal, wurde aber immer strukturierter. Wo sie auch gewagt hat zu sagen, was sie wirklich will. Sie wollte Pflegehelferin lernen. Oder was hast du, was möchtest du? Hast du etwas, wo du mit mir besprechst? Einmal pro Woche ist sie zu mir gekommen und wir haben das ganze Buch, wo eben diese Aufgaben beschrieben sind, was man alles machen muss als Pflegehelferin, haben wir trainiert. Also sie hat sich vorbereitet, wir haben Deutsch eigentlich geübt und ja, sie hat dann diesen Pflegehelferausweis gemacht und so hat sie ihr Deutsch trainiert, aber auch das Schweizerdeutsch. Als Menti muss ich selber für mich auch etwas richtig machen, Arbeit suchen, weiter Arbeit suchen. Ich muss etwas für mich selber ausschauen, für meine Zukunft. Willst du das vielleicht wiederholen, was du letzte Woche in Essen gelernt hast? Aha. Hast ja, du das Buch dabei? Im Rahmen der Arbeit kann ich schon selber mich bewerben oder telefonisch auch anrufen und fragen, ob dort eine Stelle hat. Und ja, ich fühle schon einfach, dass ich das selbstständig ist jetzt als Anfang. Helfen bei. Ja, wir haben noch gute Kontakt. Kann ich schon sagen, sie ist mein Schutz hier in der Schweiz. Ja, ohne sie wird für mich wirklich sehr streng. Und ja, sie ist ein Teil von meinem Leben. Innerhalb des Projektes gab es einen Austausch zwischen den verschiedenen Mentoren und Mentorinnen, wo man sich austauschen konnte, Fragen aufgeworfen wurden oder auch über die Programmverantwortliche selber, eben die Caritas jetzt. Sie haben auch geholfen, wenn es mehr rechtliche Fragen waren. Da konnte man sich immer hinwenden, sei es telefonisch, sei es per E-Mail. Und wir hatten auch Adresslisten von den Mentoren, die natürlich im gleichen Prozess drin sind. Ich denke, es erlaubt mal, dass man zusammenkommt auf eine Art und Weise, die Flüchtlingspersonen nicht haben. Also sie lernen, sie kommen schneller in Kontakt, dadurch wird ihnen ermöglicht, auch vielleicht auch Fehler zu vermeiden oder schneller Fortschritte zu machen. Und das heißt auch, dass sie jetzt, sage ich jetzt mal so, nicht in den Hammer laufen. Einerseits bin ich in der Schmiede, ich habe eine Metallwerkstatt. Zu Hause bin ich tätig, gestalterisch und konstruktiv. Und auf der anderen Seite bin ich Schulratspräsident von der lokalen Schulgemeinde. Und das sind ja ganz verschiedene Tätigkeitsfelder. Und weil mich grundsätzlich Neues interessiert, fühle ich mich so wohl. Eisen ist hart, braucht gewisse Krafteinwirkung, um das zu verändern und zu verformen. Aber man muss sich vorher gut überlegen, wo muss ich wie einwirken, dass was entsteht. Und so sehe ich eigentlich auch die Parallelen zu der Tätigkeit als Mentor. Es braucht dort auch absolutes Feingefühl für die andere Person. Und gleichzeitig braucht es aber auch eine gewisse Härte und Abgrenzung. Ganz grob zusammengefasst könnte man sagen, einen Menschen begleiten in der Berufsfindung, aber auch in der Integration im sozialen Leben so, ihm zu vermitteln, wie es hier läuft, ihn zu begleiten, ihn zur Selbstständigkeit bewegen, dass er sich in unserem Umfeld bewegen kann.
Es ist ja schwierig für beide Seiten, sich mitzuteilen, um sich verbal zu verstehen, und darum braucht es Gespür, grundsätzliches Gespür. Dass man spürt, was der andere denkt, auch wenn er nichts sagt, dass man spürt, wie er sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt, was er kann, was er nicht kann, was er will, was er nicht will, dass man das ohne Worte auch spürt. Und kann du, wie würdest du das handhaben? Wie gingst du da? Ich hatte eigentlich nie Ängste. Ich war gespannt, wie es abläuft. Wenn ich Ängste gehabt hätte, dann hätte ich mich nicht einlassen sollen. Also ich war gespannt, was Neues auf mich zukommt. Und die Ungewissheit war ein bisschen, wie viel Zeit brauche ich dazu? Wie, ja, grundsätzlich, wie hoch muss mein Engagement sein, dass es eben was nützt der Sache? Das war eigentlich das einzige Bedenken. Ich denke, da ist die Verbindung zu anderen Mentoren wichtig, also dass man einem Kollegen so quasi oder Kollegin anrufen kann, du, wie würdest du das handhaben, wie gingst du da vor? Oder auch, dass man Caritas anrufen kann, das habe ich etliche Male gemacht. Dass man jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat oder nur schon eine andere Meinung, um Rat fragt, das war möglich. Die Verbindung wurde von Caritas aufgebaut. Das ist ganz wichtig für mich. Uns Schweizer mit unserem doch komplizierten System, und das habe ich auch erfahren müssen, unser System ist kompliziert. Das muss man langsam miteinander kennenlernen können. Also eine Bewerbung schreiben mit dem Menti zusammen und ihm dort zeigen, schau, das sieht bei uns so und so und so aus, mit Gespräch nachher, mit Telefon nachhaken und so weiter, das reicht nicht. Es sind so viele Sachen neu für jemanden, der relativ neu in unserem Land ist. Und das Arbeitssuche ist ein Punkt davon. Aber ganz viele andere gehören dazu. Und aus meiner Sicht ist das auch ein Teil der Arbeit vom Mentor, ihn auch in anderen Gebieten zu unterstützen oder zu helfen oder zu beraten oder eben zur Selbstständigkeit führen. Ich möchte mit den Leuten, die ich täglich sehe, sie verstehen und umgehen können. Und da gehören Asylsuchende auch dazu. Ich bin Schweizer, für mich sind viele Sachen logisch, sind so gewachsen, wie sie eben sind hier. Ein Asylsuchender oder ein Menti hat die Schwierigkeit jetzt, gerade bei meinem, da sind keine Diplome vorhanden, da sind keine spezifischen Arbeitserfahrungen, wie sie bei uns angewendet werden können, vorhanden. Ein Menti fängt so quasi bei Null an, hat keine Diplome, kann nichts vorweisen, und das ist gar nicht so einfach bei uns in der Schweiz. Einige Stellen sind Bach abgegangen oder Bewerbungen, nur aus dem kleinen Grund, er kann nicht Auto fahren zum Beispiel. Das ist schwierig. Eine Stellensuche geht nur mit Beziehung. Auf dem öffentlichen Stellenmarkt frei bewerben, schriftlich, ganz schwierig. Es braucht eine gewisse persönliche Beziehung. Und die kann man nicht nach 6 Monaten einfach kappen. Die geht in irgendeiner Form minimal weiter. Und darum finde ich ein Mentoring-Programm, das 6 Monate intensiv miteinander passiert und nachher weiter besteht, ganz wichtig. Sonst ist Integration nicht möglich. Ich arbeite zu wenig Prozent bei Aids-Hilfe und Beratungsstelle in St. Gallen oder bei Fachstelle Aids und sexuelle Fragen. Hallo Pius. Hallo, hallo Tirak. Hereinspaziert. Danke. Komm herein. Wir gehen ins Sitzungszimmer. Ja, okay. Wir haben das Projekt, dass Afrikaner, Afrikanerinnen bei ihren Landsleuten oder Kontinentsleuten Prävention machen. Dieses Projekt haben wir seit 3 Jahren. Und seit einem Jahr ist jetzt ein anerkannter Flüchtling engagiert. Interessante Gruppe. Sehr interessant. Das war kein bewusster Entscheid von uns. Wir haben einen Mann gesucht, ungefähr 30 bis 40-jährig, der aus Afrika kommt, der Deutsch spricht, Deutsch lesen kann und Englisch spricht. Wir haben bei Caritas nachgefragt, beim HEX, beim Schweizerischen Roten Kreuz, habt ihr Kontakt zu
Afrikanern, denen ihr diese Arbeit, die sie machen müssen, zutrauen könnt. Und so bekamen wir dann Namen und hatten die Möglichkeit, Leute anzustellen. Und einer davon war jetzt ein anerkannter Flüchtling. Von einer Person. Ohne mündlichen Ausdruck auf Deutsch läuft gar nichts. Also der ist wirklich wichtig. Wir müssen die Kommunikation auf Deutsch müssen wir führen können. Das ist Hauptbedingung. Das nächste ist dann, dass man sich dem Thema stellt und im schriftlichen Ausdruck Deutsch, da sind wir etwas toleranter. Die Person muss sich in ein Team integrieren und von daher ist diese Teamfähigkeit ganz entscheidend. Und nicht so sehr Zeugnisse von früher, von irgendwoher, wo wir keine Ahnung haben, wie war das. Dieser anerkannte Flüchtling wurde uns empfohlen. Er hat sich sogar schriftlich beworben mit einem Lebenslauf. Das hat mich sehr überrascht. Dann kamen wir zu einem Gespräch zusammen und nach diesem Gespräch musste ich sagen, die Chemie stimmt, die Ausdrucksweise stimmt. Wir versuchen es. Für mich war es auch so sehr gut, dass ich meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten und meine Interesse zusammenzufassen und so eine Bewerbung zu schreiben. Mit dem Mentoring habe ich diese Sachen zusammen angeschaut. Jetzt ich kann diese Sachen mit mir nehmen und ich kann immer nutzen. Also ich behaupte, ich habe keine Vorurteile, was dieses Projekt und Menschen aus Afrika anbelangt. Ich habe Urteile. Ich möchte den Menschen sehen, der in dieses Projekt einsteigt und dann kann ich sagen, dieser Person traue ich diese Arbeit zu, die nehmen wir auf oder eben nicht. Aber nicht, weil sie aus Afrika kommt, weil sie ein Flüchtling ist, sondern weil ich fachlich ihr diese Arbeit nicht zutraue. Und das mache ich genau gleich, wenn ich Schweizer für ein Projekt suche und einstelle. Als Fachstelle für AIDS und Sexualfragen haben wir zum Ziel, Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu verhindern. Und wir wissen von den Zahlen der Epidemie her, dass es ganz wichtig ist, dass Afrikaner in diesem Zusammenhang Wissen bekommen, aufgeklärt werden. Und darum war das für das Team selbstverständlich. Wir sind angewiesen auf Afrikaner, die uns unterstützen. Weiße, die hingehen und bei Schwarzen Prävention machen wollen, ist ein Riesenproblem. Wir sehen, dass es eine Chance sein könnte für einen anerkannten Flüchtling, dass er sagen kann, ich habe mich hier bewährt, ich habe hier gute Arbeit leisten können und ich würde gerne an einem anderen Ort ähnliche Arbeit leisten. Also die Chancen sehe ich eher für jetzt diesen anerkannten Flüchtling, dass er aufgrund dieser Arbeit auch vielleicht etwas anderes tun kann. Bei Tirak ist mir sehr schnell aufgefallen, sehr motiviert, neugierig, er will lernen, er bringt aber schon einige Erfahrung mit, sogar in der AIDS-Arbeit, das war für ihn schon in Afrika ein Thema, dann durch seine Ausbildung an einer Universität eben differenziert im Denken, im Ausdruck. Ich kann eigentlich nur sagen, super, wie er an die Arbeit herangeht. Wir können ihn nur empfehlen. Und mein Wunsch und meine berufliche Weg ist, dass ich in einer mit Asylanten zu arbeiten oder mit Migranten zu arbeiten, gesundheitlich, soziales, eine Beratung für die asylsuchenden Leute zu arbeiten. Natürlich ist auch das Mentoring-Programm kein Garant dafür, dass jede Flüchtlingsperson eine Festanstellung findet. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte jedoch, dass begleitete Flüchtlingspersonen, Mentees, mehr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wurden und von den 40 Teilnehmenden rund 2/3 schon während des Mentoring-Programmes neue Arbeitserfahrungen sammeln konnten. Rund 1/3 fand sogar eine unbefristete Stelle. Zudem wirkt das Mentoring-Programm sehr nachhaltig.
Die persönliche Unterstützung durch eine Privatperson fördert bei den Flüchtlingspersonen die Handlungskompetenz und die Selbstständigkeit bei der Stellensuche. Die erlernten Fähigkeiten beim Bewerben sind längerfristig auch bei einem späteren Stellenwechsel von Vorteil. Flüchtlingspersonen, welche von einer Schweizer Person begleitet wurden, können sich bei einem Arbeitgeber verständlicher artikulieren und Missverständnisse vermeiden. Dadurch fällt es Arbeitgebern leichter, diese Personen fest anzustellen, denn sie spüren, dass diese Flüchtlingspersonen selbstständiger sind und sich wegen ihrem neuen sozialen Netzwerk in der Schweiz wohler fühlen. Somit zeigt die Zeit im Tandem ihre gesamtheitliche, rundum positive Wirkung. Und das Mentoring-Programm ist im Endeffekt eine finanzielle Entlastung für alle Beteiligten. Eine Win-Win-Situation. Als ich in Eritrea war, habe ich ein Jahr Pädagogikschule gelernt und zwei Jahre Philosophie studiert. Ich habe schon zwei Jahre als Lehrer für Mathematik und Englisch gearbeitet. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren die Anfrage erhalten vom Mentor von Aman Veldai, von Jörg Scheich. Und Jörg Scheich war mir bekannt als Vater eines Schülers. Da hat schon ein Kontakt bestanden. Und schon einmal seine Anfrage hat mich motiviert, Hand zu bieten, damit Aman Veldai ein Praktikum bei uns machen kann. Für mich, das ist das Mentoring-Programm, ist sehr wichtig. Ich habe schon mit meinem Mentoring gesprochen, das am ersten Mal. Und dann er hat gesagt, Aman, was suchen Sie eine Stelle? Ich habe schon gesagt, ich suche eine Stelle in Fabrik, alles Mitarbeiter oder helfen Kuchen. Warum suchst du das? Stelle hast du schon gesagt, mein Mentor, deine Lebenslauf stehst, du warst ein Lehrer und du hast zwei Jahre Philosophie studiert und das hast du eine gute Erfahrung und du sprichst sehr gut Deutsch. Warum du suchst eine Stelle, alles, das ist, was ist, warum das hast du gesagt? Ich habe schon gesagt, hier, für mich hier, es gibt keine Möglichkeiten, weil meine Ausbildung von Eritrea ist nicht anerkannt hier in der Schweiz. Und dann, er hat gesagt, bitte gib mir einen Moment oder eine Zeit und dann ich suche eine Stelle oder einen Praktikant als Lehrer. Hier in der Schweiz hast du gesagt, oh, das ist für mich war wie eine Überraschung. Das ist, wie kann man eine Stelle hier als Lehrer hier in der Schweiz finden? Das ist, ich habe schon ihm gesagt, bitte, das ist unmöglich für mich. Und dann, nach einem Monat, er hat gesagt, ah Mann, ich habe eine Stelle, eine Praktika in Degersheim gefunden. Also für mich hat das Wort und die Empfehlung des Mentors gezählt. Und das ersetzt für mich dann im Moment die Papiere. Ich muss auch sagen, bei Schweizerinnen und Schweizern ist manchmal die Referenz fast wichtiger als das Papier. Also wenn ich jemanden kenne, der jemanden empfiehlt, hat das einen hohen Stellenwert. Und bei Aman sowieso schwierig einzuschätzen, wie ist dort die Ausbildung, was hat er schon gearbeitet, wie wird überhaupt Schule gehalten, wie wird unterrichtet. Das sind natürlich große Fragezeichen. Und da hat dann eigentlich die Situation vor Ort und seine Arbeit vor Ort erst richtig gezählt. Also das A und das O ist für mich sein Interesse. Ich muss spüren, dass er will. Ich muss spüren, dass er weiterkommen will, dass er sich entwickeln will. Und das habe ich bei Aman von Anfang an sehr stark wahrgenommen. Sein Engagement. Seine Offenheit für diese neuen Situationen, die er antrifft. Und er hat sich da sehr flexibel gezeigt, sehr spontan, sehr offen
und war für die Lehrerinnen und Lehrer ein angenehmes Gegenüber. Für mich Mentoren ist sehr wichtig, alles persönlich, weil die Mentoren sind selber von den Schweizer. Sie kennt gute Regeln oder sie kennen die Schweiz gut. Wie kann man eine Stelle finden? Wie kann man einen Kurs besuchen? Zum Beispiel, er hat gesagt, mein Mentor hat gesagt, in Rorschach es gibt einen Kurs. PHC Rorschach, es gibt einen Kurs von Hausaufgabenhilfe. Er hat gesagt, vielleicht für Sie, das ist ein wichtiger Kurs. Und dann habe ich schon ein Jahr im Rorschach in Hasan Galan gelernt. Also es ist sicher ein Mehr an Betreuungsarbeit. Er ist öfters mal bei mir zum Gespräch gekommen, um Dinge zu klären, sei es administrativ, aber vor allem auch für seine persönliche Zukunft. Schweizerinnen, Schweizer Praktikantinnen, Praktikanten, die finden ihren Weg eher selber. Und er braucht da ein Mehr an Unterstützung oder hat gebraucht. Das Ziel war immer seine Selbstständigkeit, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, seine Selbstständigkeit. Und daher habe ich von Anfang an mit ihm immer wieder besprochen, welchen Deutschkurs er für sich selber als nächstes besucht, wie er dort weiterkommt, weil für ihn ist der Schlüssel zu allen Arbeiten ist die deutsche Sprache, vor allem im schulischen Umfeld. Und wir haben ihn dann auch fit gemacht für eine Ausbildung zur schulergänzenden Betreuungsperson. Das heißt, dass er nachher arbeiten kann und ausgebildet ist, um zu arbeiten, im Bereich des Mittagstisches, der schulergänzenden Betreuungsangebote im Sinne von Hausaufgabenbetreuung, von Hort. Und das wäre eigentlich das Ziel, dass er in diesem Bereich nachher auch sein eigenes Geld verdienen kann. Der Mentor war für mich der eigentliche Türöffner. Er hat es Amann Veldai ermöglicht, den Kontakt zu mir aufzunehmen. Hätte Amann Veldai das selber gemacht, wäre ich sicher skeptischer gewesen, hätte mehr hinterfragt, was will diese Person, was ist möglich ihm zu geben, und da war der Mentor eine riesige Hilfe. Ihn habe ich schon gekannt. Und das kann ich nicht wegdiskutieren. Vitamin B spielt eine große Rolle und auch in diesem Fall hat das sehr, sehr geholfen. Meine Erfahrung ist, Mentoring ist ein wichtiges Programm, weil für uns zuerst, wenn jemand eine Stelle sucht, alleine, das ist ein bisschen Schwierigkeit. Aber mit Mentoring, der Mentoring zeigt genau, was ist der Weg, muss informieren, der Weg muss genau informieren. Das finde ich, das Mentoring-Programm ist allgemein, das ist eine wichtige Sache. Also ein Praktikant aus einem anderen Land, vor allem jetzt aus einem weit entfernten Land, das ist bei uns nicht die Normalität. Das ist das erste Mal, dass wir einen fremdsprachigen Praktikanten bei uns in der Schule hatten. Das Team hat darauf sehr gut reagiert, sehr offen, was sicher auch damit zu tun gehabt hat, dass viele Lehrpersonen froh waren, weil sie ein Kind aus Eritrea in ihrer Klasse hatten und für sie Amann höchst willkommen war. Also er wurde von Anfang an als Hilfe wahrgenommen, als Unterstützung und nicht als zusätzliche Last, die zu integrieren oder zu beschäftigen ist. Er hat von Anfang an einen Benefit, einen Gewinn gebracht. Der größte Gewinn war für uns seine Arbeit als Kulturdolmetscher. Er hat
nicht nur die Sprache übersetzt, sondern hat den Familien eben auch geholfen, aufzuzeigen, was bei uns wichtig ist, worauf sie achten müssen, warum wir auf gewisse Punkte so viel Wert legen. Und ich denke, das hat den Familien dann umgekehrt wieder geholfen, sich schneller zu integrieren. Ich wäre froh, wenn eine Stelle als Hausaufgabenhilfe finden. Ich suche auch eine Stelle, auch nicht als Hausaufgabenhilfe, als auch Dolmetscher hier in St. Gallen oder in anderen Kantonen, Dolmetscher von Tigrinya. Besonders in der Schule, wenn die Kinder aus Eritrea haben eine Schwierigkeiten, ich kann einfach begleiten die Kinder von Eritrea. Ich habe schon selber eine gute Erfahrung gehabt, ja. Am meisten Zeit suche ich eine Stelle oder irgendwo einen Kurs, selbst alleine, weil ich habe schon ein bisschen gelernt. Mein Fazit fällt durchwegs positiv aus, auf allen Ebenen. Ich habe einen Menschen kennengelernt, besser kennengelernt. Das ist die persönliche Ebene. Einen tollen Menschen kennengelernt. Dann war es für uns beide, denke ich, eine Situation, in der wir voneinander profitiert haben. Wir von Aman, indem er uns zur Seite gestanden hat, bei ganz vielen Übersetzungstätigkeiten, bei ganz viel Unterstützung der Kinder im Unterricht selber. Er von uns, indem er Geld verdient hat, indem er eine Ausbildung machen konnte, indem er sich sicher gut integriert gefühlt hat im Lehrkörper. Und im Bereich des Mentorings, denke ich, war das für mich eine große Hilfe, um mit weniger Skepsis auf diesen Menschen zuzugehen, indem ich eine Person an seiner Seite gewusst habe, die ich anfragen, kontaktieren konnte, den ich persönlich gekannt habe und der wiederum dann eben Aman persönlich gekannt hat. Jetzt weiß ich, was mein Interesse ist oder meine Fähigkeiten sind, was meine Kompetenzen sind. In diesem Bereich hat es mir sehr viel geholfen. Das Mentoring-Programm hat mir den Einstieg in die Schweizer Berufswelt erleichtert.